Welcome to song number 8 out of my songbook collection of heart songs. Willkommen zu Lied Nummer 8, Maha Mantra, das Maha Mantra. So you need 4 chords for this. First one is A minor, like this. Also den ersten 4 Akkorde braucht ihr. Der erste ist A-Moll. Second, G major. Der zweite ist G-Dur. Then you need a C major, also braucht ihr ein C-Dur. And E minor, ein E-Moll. And that's it. Let's start. Oops. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hi.
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Mantra, also to play on the guitar. Es wäre ein schönes Mantra, um das auch auf on the ukulele, um das auch auf der Ukulele zu spielen. Ja, ich habe hier die Zupftechnik angewandt, die ich bei den meisten Liedern nehme. Ganz einfach, Daumen. Und dann bekommt jeder Finger, außer der kleine, eine Seite zum Zupfen. So I did it very simple here, the plucking pattern. Just use thumb index middle ring. Go up and down. Yeah, and then the reggae pattern. You can beautifully play reggae with this song as well. Also du kannst gut reggae hier wieder einbauen. Und wie ich das mache, and how I do it is just like this. So it's down. Yeah. I might have to do another tutorial for that, for the how to play reggae. I think I'll do that a different day. So, wie man Reggae spielt oder wie ich den spiele auf der Ukulele, da muss ich glaube ich noch mal ein extra Tutorial für machen. Oder vielleicht mache ich sogar auch einen Mantra-Ukulelen-Kurs. So maybe I also will offer a Mantra-Ukulele Online-Kurs. We'll see. So, have fun with this mantra. Wishing a beautiful day. Hab Spaß mit diesem Mantra. Und wir sehen uns morgen. I see you tomorrow.